Was geht ab, Leute? Hier ist Backmonster und damit herzlich willkommen zurück zu Stray. Ja, das letzte Mal haben wir Tagebücher gesucht, haben auch genug gefunden, um uns weiterhelfen zu können. Und jetzt müssen wir auf einen riesigen Turm, um irgendwas zu aktivieren wieder, um Kontakt zu unseren alten Freunden zu kriegen oder so, dem Roboters alten Freunden. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Gehen wir direkt mal rein. So, wie gesagt, jetzt muss man hier raus. Zack. Und da oben hin müssen wir anscheinend. Meine Güte, fährt eine Reise. Hat er jetzt zugemacht? Jo, wir kommen da mal rein. Okay, dann, alles klar. Dann müssen wir hier gucken, dass wir hier weiterkommen. So. Wie gesagt, da oben hin müssen wir. Heieieiei, das ist ja eine ganz schöne Reise. Die Dächer. Ja. Puh. Ja, man merkt, auf diesen Dächern ist man geschützter. Aber anscheinend auch nicht so. Schaut euch das mal an. Die warten ja regelrecht so schon drauf. Ja, schnell, 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 schnell hoch. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier weiterkommen. Merken. Ah, okay. Eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Diese Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen ständig nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen an, kurz darauf wieder an, alle in Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, Farben zu sehen, wie sie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Wie weit ist es da noch bis zum höchsten Boil? Da ist es. Oh, meine Güte. Das wird noch eine ganz schöne Reise. Ja, ich sehe schon, was ich machen muss. Ist es Deadlift, was ich machen muss? Hier hinten rüber muss ich. So. Oh, hu, 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 hu. Mag ich gar nicht. Huhuhu. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Türken, Türken, Türken. Ich komme nicht hier rüber, oder? Nee. Oh, was haben wir denn hier? Ich
Wie war denn hier Licht nochmal? Ah, hier. Ah, Licht macht den anscheinend. Das schon mal raus. Okay. Ich muss gucken, wo ich da lang komme. Bevor ich hier überspringe. Kann es sein, dass. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ah, jetzt kann ich hier in Ruhe die Sachen machen. Perfekt. Ja, ja, ja. So. Hier muss ich irgendwo lang. Ah, hier. Offensichtlich. Offensichtlich. Hier rüber, ja. Oh je, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, dass ich so drüber muss. Das gefällt mir gar nicht. Oh, oh. Das ist, nee. Nicht wirklich mein Ding. Okay. Ah, okay. Darüber. Dann hier rein. Oh, scheiße, ich glaube. Hier unten sind eine ganze Menge von diesen Viechern. Da muss ich schnell sein. Deswegen muss ich direkt mal gucken, wo ich lang muss. Weil wenn die mich erwischen, bin ich im Arsch. Oh, oh, sie haben mich schon gesehen, sie haben mich schon gesehen, sie haben mich schon gesehen, sie haben mich schon gesehen. So, und jetzt so schnell wie möglich hier rüber. Und hier rüber. Sehr gut. Puh. Da ging ja nochmal gut. Okay, 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 okay. Ich kann auch hier nicht das Ganze irgendwie hacken, ne? Ich meine, dass er das Ding hackt. Ja, tot. Ja. Erster Tod im ganzen Let's Play. Okay, dann muss ich das anders machen. Okay. Rüber. Rüber.
Perfekt, das war sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier lang muss. Und dann hier. Und psychisch nett. Psychisch nett. Dann. Okay. Gucken wir mal, was wir da machen können. Kann ich entscheiden, nicht rein? Komisch. Die Italie ist ausgesperrt. Anscheinend, ja. Okay. Kann ich damit jetzt rüber? Okay. Rüber. Bis es nicht mehr geht, so. Kann ich hier drauf? Da drauf. Und jetzt hier drauf. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich da runter kann. Ne? Sollte ich auch vielleicht noch machen. Was müssen wir machen? Okay, ich sehe schon einen Schalter. So was ähnliches. Ich kann einen. Oh, Scheiße. Nein, tot. Okay. Okay. Ich muss schneller sein. Ich darf nicht so weit viel lang warten. Okay. Ich weiß ja jetzt, was ich machen muss. Und zwar hier sie aktivieren. So, okay. Und jetzt geht's ab, die Post hier. Fast schon zu lange gewartet. Ich bin immer noch eine gelenkige Katze und darf nicht vergessen. Schön den Aufzug benutzen. Hey, geht ihr weg? Immer mehr. Also das ist heftig. Diese Viecher, ey. Das sind schon mal Dinomorphs. So. Hier schön rein. Oder auch nicht.
Wir sind hier, befestigen Sendeempfänger an der Antenne. Oh, wir sind schon da. Okay. Gegenstand anbringen. Bam. Sehr schön. Das wird gut. Das wird episch. Yeah, buddy. Das klappt richtig. Schau, die Aussicht. Es sieht aus, von hier sieht es aus wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt. Sie sollte ein Schutzort sein. Ah. Sehen aus wie Sterne, aber es sind Lichter, die hemmetisch Dach über die Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich von der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du dort kommst, muss es bedeuten, dass es wieder sicher ist. Und mein Versprechen war, nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch in die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns losgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. 18%. Sieht auch wirklich schön aus. Und da oben ist anscheinend was, wo wir noch hin müssen. Bin ich mal gespannt. Könnte interessant werden. Könnte definitiv interessant werden. Okay. Die Slums, Teil 2. Oh, schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwäldler, wenn du das hier liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in der Bar gebracht, um die Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet Admin am Ende. Ja, okay. Achtung, große Kleidscheibe, wir sehen uns in der Bar. Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Lass uns losgehen. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet. Es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher auf der Schlüssel. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es nochmal. Und dann war es ein O oder sowas oder eine 0. Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Man muss in der Bahn, wartet auf uns. Okay, dann ab in die Bar. Ich glaube, die war hier unten irgendwo. Die Bar war hier irgendwo. War die nicht hier? Ach, hier waren noch Kratzen. Oh, nein, nein, da brauchen wir nicht. Wo war nochmal die Bar? Hier? Ah, da bist du ja, Momo, da bist du. Hey, kleines Fellknäuel. Komm her. Ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Ja, geil. Ah, okay, ich sollte drauf. Bin mal gespannt. Tut noch. Bum, bum, macht er. Mal sehen, ob das Ding so laufen kriege.
Gang. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das? Saplaza? Momo? Ich fasse es nicht, bevor deine Stimme zu hören, Saplaza. Wo bist du? Wie geht es den anderen gut? Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Das ist sehr gefährlich. Überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht. Saplaza ist noch am Leben und die anderen aus dem Battle haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort der Slums, aber wenn Saplaza es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Hm? In der Kanalisation kommst du nicht vorbei, dort wimmelt es und zirks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht, das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gingen mich nichts an. Samus. Sein Vater Doc war ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zurks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen, aber kam nie wieder. Samus war seitdem nie mehr derselbe. Oh, interessant. Eine Bekämpfung der Zorgs? Das könnte einem helfen. Hör nicht auf Samus. Er hatte nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zur Außenwelt. Sein Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, in dem er gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis zur Wohnung in Seamus. Komm, folge mir. Okay, cool. Da bin ich ja mal gespannt. Du musst mich beeilen, ich bin eine Katze. Ist nicht immer einfach für mich. Ja, das heißt so viel wie beeil dich, verdammt nochmal. Wie es halt, das ist cool. So, dann lass uns mal reingehen. Kommst du, James, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns helfen wollte. Diese Situation ist ziemlich hart für James. Er will nichts mit den Auslösern hören. Er will nicht helfen, aber du, ich glaube, ich habe eine Idee. Besser ich hier einbreche, oder was? Durch eine andere Tür? Okay. Ah, okay, cool. Nimm das Docs Notizbuch und zeige es Seamus. Ah. Seid wichtige Informationen und hoffentlich wie ein Stromschlag für ihn wegen wird. Finden wir das Geheimlabor, kleiner Außenwälder, ich gehe zurück zur Bar und versuchen die Kombination mit den anderen wiederherzustellen. Ah, cool. Gut, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ich lasse es hier jetzt einfach mal gut sein, weil wir sind schon relativ weit gekommen, wir haben eine Kombination aufgebaut, jetzt ist er mit uns auf dem Weg zu Seamus, glaube ich, heißt er. Und dort werden wir dann einen neuen Weg finden, das Ganze wieder aufzubauen, so den Außenweltern. Und hoffentlich einen Weg in die Kanalisation dann zu finden, um die Leute zu bekämpfen dort. Ist mir auch keinen aufgefallen, der spielt ja dann, wenn er... Okay, ja gut, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir lieben gerne ein Abo da lassen. Daumen hoch, teilt es mit Freunden, Bekannten und dann sieht man sich beim nächsten Part von Stray wieder. Bis dahin! And chess.